Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio-Begrüßer, ich ganz herzlich freue mich natürlich, dass ihr wieder da seid. Wir sind heute auf der Karte Ruhrau unterwegs mit dem Solaris im Ruhrau Repaint. Viel mit dem Rollen. Nee, jetzt hat es irgendwie nicht geklappt. Komisch. Allerdings heute mal wieder mit, oder was heißt heute mal wieder? Heute das erste Mal richtig im Einsatz Track IR oder IR. Ja, IR. Ja, das klappt schon. Ja, genau. Wir wollen uns das heute mal so richtig mal anschauen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt mal so funktioniert. Wir haben uns das Ganze ja natürlich hier so ein bisschen auf eine Kleinkarte angeschaut, auf der Grundorfkarte. Man hat natürlich dementsprechend halt nicht wirklich viel sehen können. Und ich habe natürlich noch ein bisschen was eingestellt und hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser passt als noch auf der Karte Grundorf. Auch beim Train-Simulator war ich jetzt nicht ganz so zufrieden gewesen mit den Einstellungen, aber das wird jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Folgen jetzt immer ein bisschen noch funktionieren, weil man sich halt immer selbst ein bisschen reinfuchsen muss, reinfummeln muss, wie ist jetzt die Einstellung am besten und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja selber alles, wenn ihr neues Spielzeug habt. Und dementsprechend sieht es jetzt halt so aus, dass ich mich jetzt hier einfach so bewegen kann. Ich habe jetzt auch die Spiegel soweit jetzt voll eingestellt, dass wir jetzt hier dementsprechend die Spiegel halt komplett mitladen lassen. Also nicht nur, wenn wir reinschauen, sondern dass er halt wirklich die ganze Zeit mitlädt. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, probieren wir das Ganze, indem wir jetzt hier, wie gesagt, heute die Linie, oh komm, bleib oben, 182 fahren nach Eschenburg-Altstadt. Ja, mal gucken, was das Ganze so mit sich bringt hier. Ich muss hier echt so. Aber so vom Umschauen her passt das. Also das geht ganz gut hier. Nur, naja, man muss sich dran gewöhnen. Weil ich jetzt halt so schräg hochgucken muss. Und das ist für den Kopf aktuell echt ungewohnt. Und gerade wenn du jetzt so am Quatschen bist und alles sowas, ne? Merkst du das halt. Naja. Schön. So, dann rüsten wir mal den Bus hier auf. So. Und da haben wir's. Das wird jetzt echt ungewohnt, so zu fahren. Das sag ich euch jetzt schon. So, auf der Linie 182 hatte ich gesagt. Schauen wir mal. Eschenburg. Altstadt, das müsste reinpassen. So, schauen wir mal. Friedeberg Markt über Neumarkt. Nein, das ist natürlich falsch. Wir brauchen diese hier wahrscheinlich. Steigt nach Renner zu. Eschen Altstadt. Ja. Das passt, aber wir haben ja auch noch ordentlich Zeit. 26 ist glaube ich Abfahrt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Machen wir jetzt auf 20. Und da steigen sie, oder wollen sie einsteigen halt. Mir ist das zu kalt hier im Bus. Oh ja. Ja, das ist halt das Interessante, weil man sich jetzt hier wirklich so umschauen muss. Aber was ich halt faszinierend finde ist, man kann ja diese Software so ein bisschen einstellen von dem Track IR und ich weiß nicht, immer wenn ich nach links gucke, geht das immer so ein bisschen runtergefühlt.
Es ist aber nur, wenn ich immer nach links gucke. Das ist mir bei dem Train-Simulator schon aufgefallen. Ich da dann halt irgendwie, je weiter ich links gehe, desto weiter geht er gefühlt runter. Vielleicht muss ich da erst die Kamera nochmal neu einstellen. Das wäre vielleicht noch sinnvoll. So, jetzt sind wir natürlich. Fahrt dort lang genug. Achso, aber erstmal muss ich noch was. Vielleicht die Hilfspfeile noch anschalten, weil so komplett kenne ich mich jetzt hier natürlich auch nicht aus. So. Ich muss aufpassen, weil ich. Oh. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich. Ich will halt immer mal meine Tasten drücken. Brauche ich ja nun nicht. Ah, schon wieder. Schon wieder. Tast gedrückt. Mahlzeit. Mahlzeit. Guten Morgen. Hallo. So. Eigentlich die Einstellung drin, aber irgendwie. Irgendwie will ich immer die Tasten drücken. Das ist ein bisschen. Aber wie gesagt, das mit dem Spiegel, warum der sich jetzt hier oben nicht. Ich habe extra auf voll gemacht, nicht auf ökonomisch. Ökonomisch ist ja, was er halt nur, glaube ich auf jeden Fall, sich bewegt, wenn wir reingucken. Und voll ist er, wenn er sich halt die ganze Zeit bewegen soll, oder? Nee. Oh Gott, wirklich. Tatsächlich muss ich sagen, funktioniert das gut. Wir kommen auch schon in die richtige Einstellung, würde ich fast behaupten. Also das klappt schon. Hallo. Haben wir schon fast in die richtige Einstellung. Es sind nur noch kleine, feine Details, die wir hier ausarbeiten müssen. Lässt uns hier wieder keiner fahren, ne? Also das sieht so ein bisschen so aus. Wir haben da viel Spaß am Treppchen.
6.30 Uhr. Das ist. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist cool. Ich weiß vielleicht, für den einen oder anderen könnte das jetzt ein bisschen eklig sein, das Ganze jetzt zu gucken, weil der Kopf sich ja doch schon ein bisschen bewegt. So für mich jetzt, weil ich ja diese Bewegung halt mache, ist das jetzt ungewohnt. Aber halt ziemlich cool. Was hatte ich mir in VR gewünscht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn der Track AR funktioniert, warum sollte VR denn nicht funktionieren? Ne? Also es ist schon. Naja, ist egal. Wir haben jetzt Track AR. Und bin ich mega stolz drauf. Muss vielleicht noch eine größere Ruhezone vielleicht einbauen. Dass er halt nicht wirklich jede kleinste. Bewegung mitmacht. Das ist vielleicht für euch auch vielleicht ein bisschen erträglicher tatsächlich. Oh, genau. Auch zu jammern. Das ist echt ungewohnt. Fahr doch. Fährt ja, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Nächste Das ist cool. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren tatsächlich, weil mein Gehirn will immer noch diese Tasten drücken. Aber es darf nicht, ja. Und ja, das ist halt wie wenn du jahrelang einem Kind einen Schnuller gegeben hast und auf einmal darfst kein Schnuller mehr haben. Ja, genauso müsst ihr euch das ein bisschen vorstellen. Das mit dem Hochgucken, das funktioniert irgendwie noch nicht so ganz. Also ich glaube, da muss ich noch mal ran. Was ist denn jetzt los? Okay. Nächste Haltestelle, Erlen B. Hallo. Keine Ahnung, warum er jetzt wieder, zu weit gesprungen ist. Naja. Guten Tag. Guten Tag. So, will keiner mehr.
So zum Beispiel so eine Bewegung, ja, die kannst du gar nicht machen mit deinen Tasten. Du guckst halt ja automatisch dann auch zu die Spiegel rein, ne? Oh. Bodenwelle. Ich muss tatsächlich sagen, bin von der Performance echt begeistert. Also mit Track IR funktioniert das echt gut. Es sind halt immer diese gewohnten Mini-Ruckler, die wir hier sowieso haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt deutlich schlechter läuft. Komm, fahr doch. Nächste Haltestelle, Grüne Insel. Grüne Insel. So, ja, natürlich habe ich auch wieder meine Screenshots-Taste wieder hinzugefügt. Die hat mir ja schon sehr gefehlt. So, jetzt ist nämlich das Geile, jetzt kann ich hier einfach nee, oder auch nicht. Ich wollte eigentlich demonstrativ jetzt mal zeigen, wie wir um die Ecke gucken können, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Weil das war irgendwie zu viel. Nächste Haltestelle, Resi. Das ist manchmal auch so eine Sache wie hast du das Cappy jetzt genauso auf jetzt zum Beispiel und. Ist schon wohl.
Also ich würde fast behaupten, also für mich, ich kann ja immer nur von mir sprechen. Weiß ich jetzt nicht, wie ihr das so seht, aber ich finde tatsächlich, dass das Ganze sich auf einem absolut neuen Niveau befindet, meiner Omsi-Erfahrung. Also, das kann ich sagen. Das ist einfach ein komplett anderes Spiel. Das ist, ich bin noch mehr gefühlt drin jetzt in der Simulation. Das war ja schon bei Lotus so absolut super gewesen. Das ist so einfach so. Bei Lotus bin ich mittendrin halt, ja, durch diese VR-Brille und sowas, ja, aber hier gab es ja sowas bei Omsi ja nicht. Also, dass ich hier so mich so frei bewegen kann mit dem Kopf. Das ist eine absolut komplett neue Erfahrung, die ich jetzt gerade hier sammle. Und ich muss gerade sagen, so, ich bin mega, mega gehypt, wie gut das Ganze funktioniert. Weil alle gebrüllt haben, nee, VR kannst du vergessen, VR ist nicht und hast nicht gesehen, ja. Von Track AR hat gar keiner gesprochen. Ja, also das ist ja schon mal so ein Faktor. Aber wie gut das hier einfach funktioniert. Wie gesagt, jetzt sind natürlich diese Einstellungen, diese minimalistischen Einstellungen fehlen jetzt hier noch. Aber sonst. Muss ich sagen, fantastisch. Das ist wirklich schon glossy. Wie gesagt, hier diese Hänger und sowas, die sind ja leider immer dabei. Also ob ich jetzt mit Track AR spiele oder ohne. Wo es jetzt gerade schon wieder ein langer, fieser Hänger ist. War jetzt ein sehr, sehr fieser langer Hänger. Boah. Aber ich würde fast behaupten, also so auf Karten wie Metropole Ruhr oder sowas, glaube, sollte man sowas hier nicht versuchen. Oder du nimmst halt eine Einstellung, die halt, ja, unter alles der Konoma halt aussieht. Ab und zu mal neu zentrieren lassen, weil ich immer manchmal so das Gefühl habe, dass sich das Ganze so ein bisschen verstellt hat. Ja, ihr habt schon grün. Wir müssen wieder mal warten. Das heißt, wir können uns ja sogar so bewegen, ne? Also im Train-Simulator können wir sogar den Kopf so nicken. Das funktioniert hier nicht. Aber gut, warum sollte ich hier auch den Kopf nicken wollen? Boah, du stehst echt beschissen hier, Keule. Och, Mann. Also ich werde gucken, dass ich das halt natürlich noch weiter besser einstelle. So an sich bin ich von dieser Lage, wie ich mich jetzt hier nach links und rechts bewegen kann, total in Ordnung.
Das mit dem Hochgucken, das ist tatsächlich ein bisschen. Da, ich merke richtig, dass ich relativ weit hoch muss, um in den Spiegel reinzugucken. Das muss ich ein bisschen verändern. Und ich brauche eine Ruhezone. Also die muss rein. Also wenn ich rede, sollte das auf jeden Fall sich nicht bewegen. Das ist tatsächlich ein bisschen anstrengend. Wahrscheinlich für euch mehr als für mich. Aber so im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden. Es funktioniert echt super und es macht echt richtig, richtig Laune. Lassen wir schon wieder Wimbach oder wie der Ort jetzt hieß. Ich muss echt hochgucken. Es ist. So, komm rein. Hallo. Oh, bin schon wieder so lang. Danke. Bist du jetzt schon wieder weitergesprungen? Also außer, wie gesagt, das mit dem Hochgucken, das ist tatsächlich jetzt echt anstrengend gerade. Aber so der Rest, der geht in Ordnung. Oh, jetzt habe ich, wenn der jetzt wieder rausgekommen wäre, den hätte ich voll die Vorfahrt genommen. Wimbach. Guten Tag. Sonst war ich leider nicht. Ah. Das weiter, ne? Ja. Ugh.
Ja, toll. So, komm mal rein. Hurau ist schon eine echt schöne Karte, also. So in Mod-Karten ist sie eine der besten. Für mich. Ist ja wieder, Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Aber das muss ich mal sagen, also. Guten Tag. Hallo. Hallo, guten Tag. Halbe Höhe. Ja, das ist zum Beispiel, wie gesagt, halt das Coole. Ja, du kannst halt schon vorher in diese Kurve reingucken. Also das sind so die Vorteile halt jetzt, die ich jetzt persönlich jetzt entdeckt habe. In diese ganze Zeit, die wir jetzt hier gerade fahren, dieses zeitige Reingucken. Wie gesagt, das, was ein bisschen nervig ist, ist tatsächlich mit dem Spiegel hier oben, dass der hier, obwohl gesagt wurde, dass er halt einfach immer laden soll. Ja. Und natürlich, Hallo. Dass ich hier halt so weit hochgucken muss. Ich muss meinen Kopf schon richtig in den Nacken legen, damit ich hier in den Spiegel gucken kann. Das ist natürlich, ich meine, wahrscheinlich realistisch, ja, aber dadurch, dass der Spiegel ja nur funktioniert, wenn ich ihn richtig anstarre, ne, ist es natürlich so blöd, weil ich dann nicht einfach nur so gucken kann, so halbe Höhe. Und okay, ich sehe, das ist alles frei.
brauche ich doch nicht in den kompletten Spiel reingucken. Ja, das ist jetzt so. Das ist mir jetzt persönlich aufgefallen, dass. Aber wie gesagt, es kann ja auch schon sein, dass das Basecamp vielleicht falsch sitzt. Das ist halt zum Beispiel einer der Nachteile. So, dadurch, dass die KI hier absoluten Bullshit veranstaltet, staut sich das jetzt hier. Also ich kann nicht in die Hälfte reingucken und sagen, okay, ich sehe, dass da ein Auto ist, weil der Kollege fährt hier schon einfach. Und ich muss halt richtig in den Spiegel reingucken. Aber ich sehe gerade, ich muss eh links. Naja, ein Botschafter. So, Vereinstraße. Ja, das war's. Da ist die Fahrt in Omsi schon wieder zu Ende. Ja, also wie gesagt, mein Eindruck, das ist ziemlich geil. Ich muss, wie gesagt, allerdings noch einiges einstellen. So 100% mit der Einstellung, also sie kommt jetzt immer näher dran, ne? Das schon. Allerdings geht es noch wahrscheinlich ein bisschen besser, ein bisschen feiner. Und dass sich halt nicht permanent die ganze Zeit bewegt. Der Mensch. Und ja, von daher kann man bestimmt noch so das eine oder andere einstellen. Wie gesagt, auch das mit dem Hoch- und Runtergucken, das muss ich da auch nochmal so ein bisschen mir mal genauer anschauen, wo da der Fehler liegt. Aber so im Großen und Ganzen hat mir das jetzt mega Spaß gemacht. Also es war jetzt mal ein richtiger Einsatz von Track IR. Wir sind halt gut auch rumgekommen hier. Und was ich halt positiv halt finde, ist halt, ich arbeite halt wirklich viel mit den Sichten. Ja? Mit dem Links, Rechts und alles was. Weil wie gesagt, ich als Autofahrer ja, muss mich auch im Auto umschauen, wo ich wie lang fahre und wie viel Platz habe ich noch und alles sowas.
Und sowas kannst du halt nicht, wenn du immer irgendwelche Tasten drücken musst, um in die Sichten da zu wechseln, sondern es reicht manchmal schon einfach, wenn du den Kopf so ganz leicht so in die Kurve rein neigst oder sowas, damit du halt besser in die Kurve einsehen kannst, als wie wenn es halt schnurstracks gerade schaut, ja. Und das ist dann natürlich dementsprechend ein bisschen blöd. Ja klar, man könnte das Ganze natürlich mit der Maus halt, mit der mittleren Maustaste, aber dann hast du das Lenkrad, dann hast du die mittlere Maus, dann musst du dich vielleicht noch darauf konzentrieren. Und das ist natürlich dann alles ein bisschen, muss ich persönlich sagen. Also das finde ich dann halt mit dem Track AR schon ein bisschen positiver, dass wenn ich halt in diese Kurve reinlenke, automatisch den Kopf mit bewege und halt dann diese Sicht halt habe, wie ich sie aus dem Auto habe. Ja, und das ist halt der Punkt, wo ich dann sage, so Track AR ist eine coole Sache. Was ich interessant fand, ist, dass es eigentlich relativ gut funktioniert hat, außer diesen einen längeren Hänger, den wir da hatten. Aber das ist ja leider OMSI, das hätte wahrscheinlich auch im normalen Modus einfach passieren können. Das ist es natürlich, ja gut, damit kann man leben, muss ich sagen. VR ist wahrscheinlich eine andere Technik, das hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Ressourcen gefressen oder sowas, dass man das hätte jetzt hier in OMSI nicht einbauen können. Aber ich glaube, mit Track AR kann man auf jeden Fall eine gute Alternative eingehen gegenüber VR. VR ist A, teuer. VR hat wenig unterstützte Spiele. Ja, das ist, sind immer so eine Sachen. Track AR ist im Gegenzug zu VR doch deutlich günstiger, fast um die Hälfte günstiger. Unterstützt deutlich mehr Spiele, gerade im Bereich Simulation. Also wenn du mal guckst auf der Website, sind es eigentlich überwiegend nur Simulationsspiele, die unterstützt werden. Das ist ja bei VR, ist es ja wieder was anderes. Da hast du ja Shooter, da hast du ja Simulation, wenige Simulation. Allerdings, wie gesagt, hast du da den fetten Lotus-Simulator. Ja, mit VR ist es natürlich eine absolut großartige Sache. Aber wie gesagt, also mir reicht das tatsächlich hier in OMSI mit Track AR. Also VR, glaube ich, wäre wirklich zu heftig, aber mit Track AR geht das schon vollkommen in Ordnung. Und das, ja, für eine so alte Simulation finde ich das eigentlich, das ist eine coole Sache, dass die das damals eingebaut haben und ich es jetzt heute endlich benutzen kann. Und ja, ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder mega lang, es tut mir leid. Wir sehen uns dann aber zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit OMSI. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass wir uns zum nächsten Part hier wiedersehen. Ich verabschiede mich, danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.